Herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask Part 54. Wir nähern uns der 55, wie man sehr schwer erkennen kann, wer ein bisschen Mathe kann. Das sollten eigentlich alle sehen. Ja, was gibt's großartig zu erzählen? Im letzten Part hatten wir kaum was geschafft. Wir hatten einen Arm. Kein Arm. Wir haben was abgegeben gehabt. Wir dürfen da jetzt rein und jetzt kriegen wir etwas geschenkt. Und zwar von nicht Carfi, sondern dem hier. Denn er ist sehr gut mit Carfi befreundet und hat ihn sofort erkannt. Wir bekommen eine Maske! So, das heißt, ich kann euch auch gleich endlich das Easter Egg zeigen. Wir bekommen noch tatsächlich einen schönen Brief, den wir allerdings erst in der Nacht brauchen werden. Danke, danke. So, jetzt geht es weiter. Wir müssen jetzt nämlich ganz woanders hin. So, es hat jetzt nämlich nicht mehr hier zu tun, sondern wir müssen jetzt zu... Wartet... Wir müssen jetzt in den Icania Canyon. Wer sich noch ein bisschen zurück erinnert, erkennt, dass, also, genau, um das mal allgemein zu erklären, damit Carfi und Anju heiraten, die wollten ja unbedingt heiraten, sind auch schon verlobt und alles, und um ihre, ne, die sind noch nicht verlobt, die wollen sich verloben, und um ihre Verlobung zu schließen, also um das Band der Ehe eingehen zu dürfen und diesen ganzen Quatsch, haben die sich die Maske der Sonne und die Maske des Mondes, heißt sie, glaube ich, machen lassen, gebastelt, danke, keine Ahnung, und ja, und um ihre Ehe zu beschließen, ihre Verlobung zu beschließen, meinten die, die würden diese beiden Masken miteinander verschmelzen an jenem Tage. So, jener Tag ist nahe, denn die wollten das machen kurz bevor der Karneval ist. Soweit habe ich das nicht geschafft. Und ich hoffe, er ist jetzt schon da. Da ist er, guckt mal, guckt euch den Jungen an. So, und das ist jetzt das Verständnis. Also erstmal der, nicht nur, dass er zum Kind gemacht wurde, der Dieb hat auch noch, seine Maske geklaut. Die Maske der Sonne. Die, die er unbedingt brauchte für, die Verlobung. So, das ist jetzt ein sehr schlimmes Schicksal, wie man sich denken kann. Und deswegen hat er sich jetzt gedacht, solange er noch die Zeit dazu hat, holt er sich diese wieder. So, deswegen hat er jetzt auch den Dieb verfolgt und alles im Shop und im Endeffekt heißt es jetzt warten. Ich kann nochmal eben kurz im Buch der Bomben mal gucken, wann es eigentlich erst losgeht. Ah ja, Anbruch der Nacht. Okay. Nicht wundern, das wird mit, was Zeit angeht, ziemlich, ziemlich komisch werden, weil sobald wir dann die Maske haben, will er wieder zurückrennen in die Town. Town, ja, nein, in die Stadt und einen ganz kurzen Moment, Freunde. Ach ja, egal. Und wow, gesamtes Carfis Quest ist überwiegend nur warten. Das ist irgendwie scheiße. Ja, und es wird der letzte Countdown gerade laufen. Das heißt, die letzten sechs Minuten laufen ab. Und diese Zeit haben wir dann bloß noch, um diesen hässlichen Brief abzugeben. Ja. Nicht nur das, wir müssen dann auch noch in der letzten Minute in Anjus Zimmer sein, damit wir diese Verschmelzung mitbekommen und dann bekommen wir eine neue Maske. Sounds strange. Es tut mir auch so ordentlich leid. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ich kann keine Stimmen nachmachen, das ist scheiße. Ja. Also, ja, wir müssen jetzt wieder, wie immer, warten. Nun ja, das braucht jetzt nicht so. Es geht jetzt nicht mehr darum, wir müssen gucken. Gegen Nacht taucht der Hässliche da auf. Und dann rennt Carfi mit daher in sein schönes Versteck. Dann verbringen jetzt schon 4 Minuten, fast 4 ganze Minuten mit warten. 3 eigentlich. Das ist doch schade. Ah ja. Wenn du ihn mit solch einer... Danke. Wenn du deiner Maske ansprichst, passiert nur Punkt, Punkt, Punkt.
Wer weiß, vielleicht will er jemanden töten, vielleicht auch nicht. Der Schatten ist auch sehr gelungen. Diese wundervollen Texturen sind kein Stück verpixelt. Das ist die 4K, wer sie schon kennt. Die ultimativste Grafik, die bis jetzt herausgekommen ist. Sie ist härter als Blu-ray. Sie hat keine Pixel, wie man dort unten sehr schön erkennen kann. In diesem wunderschönen Halbkreis, der total abgerundet ist. Die Farbtexturen sehen nicht aus wie Kleckse, kein Stück. Die sind perfekt abgestimmt. Sehr, sehr nasse und dünne Beine. Oder er tut gerade etwas Verbotenes. Ho, 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 nein. Jetzt ganz leise. Leg halt dein Maul. Wie ihr sehen könnt, er schaut sich um. Sollten wir ihn jetzt erschrecken gehen? Ich denke, das würde Carfei nicht ganz so toll gefallen. Also jetzt ganz leise. Nun ja, gleich beginnt sowieso ein ganz lustiges Spiel, weil Carfei einfach ein Idiot ist. Um es mal ganz ehrlich auszudrücken. Übrigens hierbei auch wieder eine sehr lustige Anspielung auf... Wie ging das noch? Sesam, öffne dich. Er hat nämlich ganz geheime Worte, um diese Tür zu öffnen. Man erfährt nicht, was dies für Worte sind. So, und jetzt beginnt nämlich Shit hier. Das ist die Maske. Wenn wir jetzt schon mal genau hingucken, was sehen wir denn, was direkt davor ist? Ein Schalter. Na, was bringt dieser Schalter wohl? Das war doch klar. Und jetzt kommt mit eins der geilsten Systeme, die ich jemals in diesem Spiel gesehen hatte. Und zwar dürfen wir jetzt gleich Carfei spielen. Na komm, wir haben nicht so viel Zeit. So. Die Tür öffnet sich. Herzlich willkommen. Na, es ist jetzt ganz schwer, was wir da machen müssen, denke ich mal. Das Fließband läuft weiter. Wie ihr sehen könnt, es gibt ein paar mehr Räume. Und dort drüben müssen wir ganz, 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 ganz schnell hin. So. Was das jetzt gebracht hat, seht ihr jetzt. Nein! Geh hin! Wir haben jetzt gerade keine Zeit. Weiter geht's. Ich denke, ihr seht schon, was das bringt. Ja. Ganz vorsichtig, wir wollen jetzt ein bisschen beschleunigen. So. Auch wieder eine ganz dreckige Sache. Schwere Sache. Natürlich ist die Maske da, haben die extra dafür gewartet. So, ist das nicht wunderschön? Und jetzt hauen wir schön wieder aus dem Versteck ab. Und jetzt achtet mal auf die Zeit. Ja. Darf man sich da jetzt nicht verarscht fühlen? Wir brauchen den. Wir müssen jetzt nämlich, weil ich jetzt nämlich zuerst die Dings mache, die Flasche, weil der Rest jetzt zu lange drin wurde. Diese Flasche ist an sich eigentlich doch ziemlich nützlich. Also nicht die Flasche, sondern auch was drin ist, aber das bringt mir jetzt momentan eigentlich gar nichts mehr. So, wir rennen jetzt. Und zwar dorthin in die Milchbar. Und dafür brauchen wir einmal diese Maske hier. Genau die. Und ich bekomme gerade wieder eine Nachricht und muss allmählich mal wieder auf meine Stoppuhr gucken. Die Stoppuhr sagt, es ist noch Zeit.
So. So müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Mit unserem ganzen Quatsch hier. Ah. Weil der Part auch schon in ein paar Minuten wieder vorbei ist. Hallo. Kann man die auch ansprechen? Ach ja. Die erkennt einen so nicht, weil das ihr Detektiv, weil das Detektivgesicht von ihr sein soll. So, und jetzt. Bitteschön. Die wahrscheinlich teuerste Milch, die es in diesem Spiel gibt. Und die Milch ist OP. Aber sie ist teuer wie sonst was. So, weil wir das jetzt alles soweit schön haben, mache ich jetzt hier mal eben kurz eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich in Anjus Zimmer wieder. Oder kurz davor zumindest. Kommt man da jetzt gerade so rein? Kommt man. Dann bis gleich, ne? So Leute, jetzt geht's los hier. Das wird ihr Kleid sein. Das ist die Maske des Mondes. Und das ist die Maske der Sonne, die ihr jetzt herausholen wird. Und selbstverständlich stellt er sich wie ein Mann da. Und da ist schöner Begriff dazu. Es sieht aus, als würde eine Mutter ihr Kind in den Arm nehmen. Doch dies ist nicht der Fall. Wunderschöne Sache. Das ist die Maske, die heiratenden. Oder die Maske der Verliebten, oder... Ich weiß gerade den deutschen Namen dafür nicht mehr. So, wie ihr sehr schnell erkennen könnt, haben wir jetzt noch kaum Zeit, wie euch ganz eventuell nur auffällt. Habe ich noch ein bisschen Rubine verloren, das kam daher, weil ich jetzt eben gerade nochmal... Kind, verschwinde! Das kam jetzt wesentlich daher, weil ich eben gerade nochmal so viel gegeben habe, dass ich jetzt genau 220... Rubine... 2200 Rubine in dem Dings habe. Und jetzt heißt es... Wiedersehen, meine Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt natürlich noch weiter aufnehmen. Und zwar wird es jetzt erstmal mit dem nächsten Tempel weitergehen. Und nicht mehr mit Carfax Quest, denn die mache ich dann später nochmal. Also, haltet die Ohren steif. Hope you enjoyed it und goodbye.